Jo, hallo, ich bin der Ricky und hab hier mitgebastelt. Okay. Der nächste, bitte. Hallo, ich bin Ivanis und ich bin heute hier nur Zuschauer, da ich dazu gebeten wurde. Nächster. Ja, ich bin Madding und ich bastel hier immer nur ein bisschen mit auf dem Server. Ich bin der Nils, bin sozusagen der Kameramann dieses Mal. Ja, und habe auch ein bisschen gebaut. Nur ein bisschen. Bisschen. Los. Auf geht's. Fangen wir mal It's me Mario. Ja, zurzeit Ja. sind wir hier in der scheiß Schneewelt, ist ein bisschen blöd. Dort im scheiß Schnee jetzt hier ein bisschen, aber ist alles trotzdem schick und schön geworden, finde ich. Na gut, Marlene, zeig mal dein Haus als erstes hier ein Ja, bisschen. das waren unsere Anfangsgebäude, das waren eher so kleine Spielereien, da haben wir noch nicht gecheatet, bis auf so ein paar Sachen sind, glaube ich, hier alle Sachen normal. Und das war einfach nur am Anfang, als wir Minecraft kennengelernt haben, kleine Spielereien. Denken wir, hat jeder so ein kleines Haus. Leichter Defekt. Wie man auch gleich hier drin sieht, sind hier noch Redstone-Verkabelungen und. Also nichts Gelbe vom Ei. Ja, so ansonsten eine kleine Wohnung mit ein paar Truhen. Mehrstöckig. Muss man sich jetzt nicht alles angucken. Verschiedene Portale drinne. Na, ich gehe mal kurz runter. Das können wir ja noch zeigen. Mit schönen Bildern hier. Ja, hier noch der Geheimgang. Uhu. Ups, falsch. Zu dem Portal von eben kommen wir gleich nochmal. Da geht es zu unserer Boah. Burg. Jetzt ist er ja nicht mehr geheim. Jetzt weiß YouTube. Ja. Nein! Ja, hier geht's in die Enderwelt, die, denke ich mal, fast alle Leute kennen. Deswegen werden wir das jetzt nicht nochmal extra zeigen mit dem Enderdrachen halt. Wenn man eins weiter geht, reinguckt, das ist das Enderportal. Gleich natürlich in mein Haus gestellt. Und das, wie auf dem Schild auch schon steht, führt zur Burg. Da kommen wir aber später nochmal zu. Ja. Das war so ziemlich mein Haus. Hat zwei Stockwerke noch oben drauf, aber das sind nur Felder. Zu meinen Weed-Plantagen. Kann ich ja mal kurz noch filmen, warte mal. So. Sehr interessant. Und hier ist ein bisschen Schnee. Kannst runterkommen, ich bin schon fertig. Du bist ja die Schurke. Oh Gott, der Hund ist frei. Habe ich einen Hund hier? Ah, stimmt. Was meine, ist es nicht. Ja, das Oh ist Gott. meiner. Komm einfach raus. Jetzt. Ja, es ist nicht meiner. Doch. Jetzt so. Hey! Hey Ricky! Ja, so, das ist Was mein. meine ich hier? Er folgt mir. Siehst du das? Toll. Nice. Der Mario ist unbesiegbar. Jo. Jo, Ricky, stell dein Haus vor. Achso, ja, das ist nicht großartig viel vorzustellen. Bisschen viel rumgemöbelt hier drinnen. Ja, eigentlich auch viel abgeguckt von YouTube. Hab und hier mal eine kleine Steinmaschine drinnen gebaut. Die funktioniert sogar auch. Ja, nicht großartig was. Wenn ich also gegenklopfen, dann baut er nach den Stein. Oder auch nicht. Doch, er kommt. Aber mit mal funktioniert es mal wieder nicht. Das ist wieder Vorführeffekt. Muss man mal eine Redstone-Fackel mal wieder mal organisieren. Wartet mal einen Augenblick und zack. Ach. So. Funktioniert nicht. Sorry. Kommen wir zu. Gut. Das ist okay. Funktioniert nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Naja. Komm mit mir jetzt. Wir zeigen mal oben ein bisschen, was wir oben gebaut haben. Sonst ist Ja, die das Betten zu stehen auch noch trennen. ganz gut, ja. Ja. Naja. Am Anfang, wo wir angefangen haben, eigentlich war das unser erstes Haus hier. Hier das Haus war das erste.
aber das hat dann für sich übernommen. Das habe ich für mich übernommen, ja. Dann habe ich mir so ein kleines Ding hier gesetzt. Mit Klingel. Ja. Öfen. Naja, ein bisschen Wasser so eine Tropfen, das sind schicke. Dass man sieht auch, dass das Haus lebt. Ja. Hier unten ist eigentlich eine riesen Dungeon hier unten, aber da brauchen wir nicht extra hocheiern, das ist Blödsinn. Jeder, der das schon mal Minecraft gemacht hat, kennt solche mal, Dungeons, ja. Der kennt so eine Löcher, wie man buddelt wie ein Verrückter. So, großartig hier, du kannst ja mal hier hochgehen, Nils. Mach ich. Ja, geh mal hoch da. Komm, beschleunigen wir das Ganze. Oh. Kann die Tür nicht öffnen? Ah. Yes. Eine magische Tür. Stau, keiner kommt rein. Ja, muss einfach Leiter nehmen. So. Der nächste. So. Okay. Das ist eigentlich nur eine Aussichtsplattform mehr, das ist eigentlich gar nicht. Man sieht jetzt bisschen draußen, wie es schneit, bis langsam hell wird wieder. Was das Haus da hinten, da braucht man nicht so hingucken, da hinten, da die Ecken, da braucht man nicht so, zeigt das mal nicht so alles, Nils, da hinten, und so ein Frosch da, das macht man nicht. Das zensiere ich später, das wird dann rausgeschnitten. Bin ich gezeigt. Ja. Achso, kannst du mal nach oben gucken, auch so eine kleine Farm angelegt. Nur Gimmicky-Kram, bisschen Zucker. Kann man ja mal gebrauchen. Boah. Okay, das habe ich jetzt nicht so gezeigt. Nein, das auch nicht. Wir können ja jetzt mal rüberfliegen. Jetzt. In welche Richtung? Im Haus hier. Anfangsstadion. Ja. Dann mach ich mal hier die Tür zu. Man braucht ja nicht jetzt gleich rein hier und so. Das ist ja so ein bisschen. Vielleicht. Ich denke mal, die Anfangshäuser sind die meisten uninteressant. Oh, die bis jetzt zugeguckt haben, die haben schon echt lang genug durchgehalten, sowas hier anzugucken. Ja. Da können wir, glaube ich, doch langsam zu den richtigen oder besseren Sachen wechseln. Eigentlich hat er ja recht. Gut, dann fliegen wir mal. Na gut, jetzt bist du dran, jetzt zeig mal deinen Fusch am Bau. Oh Gott, mein Fusch? Oh, wenn es sein muss. Oh. Naja, die Bahn war noch von uns. Die Bahn, ja, da haben wir noch lange dran umgesessen. Jo, es hakt das Spiel ein bisschen bei mir, aber gut, ich komm durch. Ha, angekommen. Also jetzt erstmal zu meiner Welt sozusagen, oder wie? Joa. Na, ich kann doch gleich, wenn wir schon mal hier vorne sind, können wir gleich mal die beiden Häuser nochmal vorstellen. Machen wir das. Meine beiden Häuser von Ricky nochmal, die beiden hier, links und rechts. Noch einen kleinen Pool und eine kleine Wheatfarm. Wo man so sieht. Bisschen umgebaut. Eine smarte. Das sieht sehr schön aus, finde ich. Wie bitte? Das sieht sehr schön aus, finde ich, so. Diese Häuser da. Allgemein das Gebiet. Ja, also ausgewähltes Gebiet, echt rumgeflogen. So, denn, komm mal rein jetzt. Zu meiner Welt, oha. Deine Welt. Gleich hier kommen mit Anfangsstadion, mit Schilderanfang. Jo. Ja, die Burg und so, das können wir später machen. Kann ich ja schon mal ein bisschen präsentieren. Zurück. So, hier Schatz. Da. Okay, das muss man jetzt nicht lesen. Tja, sozusagen, das ist meine Welt. Eine kleine Asia-Welt, die ich mal so gefühlte Jahresbau gemacht habe. Ja, da fing mal ein bisschen drüber. Jahresbau. Ja.
Runex hat er genommen und alles markiert oder was? Ja, Runex kopiert. Markiert und kopiert. Und dann eingefügt. War schon interessant zuzugucken, wie die ganzen Sachen da hochgewachsen sind. Ja, echt lange, teilweise. Eigentlich wollten wir eigentlich ohne Fliegen die Red Soul machen, aber. Also geht's ein bisschen schneller. Ja. Das wäre zu groß geworden, glaube ich. Also das sind jetzt die ersten Projekte, die ich gebaut habe. Erstmal die kleine Pagode hier. Nichts Besonderes drinne. Kann man auch nochmal hochgehen, wenn du willst. Haben wir noch einen schönen Blick auf die größere Pagode da. Oh. So, so von hier aus sieht das schon sehr schön aus, das große Haus da. Bin ich mal gespannt. Ja, die Pfeile schneide ich später dann raus. Entschuldigung jetzt. Oh, ist hier egal. So, dann können wir mal die etwas größere Pagode zeigen. So, der Gast davor. Oh, ich fühle mich geehrt. Dankeschön. Bitteschön. Und da ist er verschwunden. Das Hinsetzen klappt jetzt hier auf dem Server noch nicht ganz so gut. Kommt dann bis jetzt noch keinen Server gesehen, auf dem es funktioniert hat. Schaffen wir schon. Oh, kommen wir noch ein bisschen höher. Auf geht's! Gleich ganz nach oben, oder? Ja. Schöne Aussicht. Ich hoffe, dass er nicht zu viel sieht. Ja, ich hab... gut, die Netbett noch nicht so weit. Oh, das zeig ich später. So, ganz kurz zeigen. Und dann geht's runter. Was hast du da kaputt gemacht? Ja. Immer, ich hab nichts kaputt gemacht. Weißt du, meine Maus, die ist so empfindlich, meine Tage mal wieder hier gewesen. Hast du noch ein Holz? Oh, ein Holz hab ich auch.